es jetzt her, dass wir uns das erste Mal sahen. Nichts ist vorbei. Nichts ist vorbei war unser Comeback-Song eigentlich. Wir haben uns ja nach 2 Jahren haben wir ja Pause gemacht, mehr oder weniger, weil sich die Bandmitglieder so auseinandergelebt hatten. Da hatte dann jeder andere Interessen. Der Sänger ist damals nach Australien oder Neuseeland ausgewandert. Der Schlagzeuger ist nach Düsseldorf. Und ja, ich habe dann geheiratet und wir waren einfach nicht mehr auf dem gleichen Nenner. Richtig, ja, das war wirklich so eine harte Zeit. Ich habe noch eine Lehrlinge noch mal gemacht und wir waren alle ja auch örtlich eben einfach auseinander. Nicht so weit, dass es eigentlich so, also wir zwei, muss ich sagen, wir waren schon so dieser Kern. Wir haben uns aber nie aus den Augen verloren gehabt. Ich meine, wir waren schon, ja, schon Freunde halt einfach. Also es ging nie irgendwie, dass wir uns, wir haben immer telefoniert und haben auch immer von den alten Zeiten auch gesprochen. Und ja, und dann war ein Besuch, ich glaube, der Besuch war, glaube ich, damals so ein Knackpunkt. Da habe ich gesagt, komm, lass uns doch einmal im Jahr irgendwie zusammen spielen. Dann Kaffee Amerika-Zeiten waren da, ja. Da angefangen eigentlich. Da habe ich gesagt, komm, wir schauen, dass wir irgendwie Weihnachten oder so einmal im Jahr spielen da. Und irgendwelche, ach, wir finden da irgendwelche Musiker dann schon irgendwie noch zwei oder so. Und Schlagzeuger oder so. Irgendwie werden wir das dann schon finden, was wir dann aber auch später gehabt haben. Ja, es war dann der Ausschlag für diesen Song, also dieses, wir glauben doch noch an so vieles, was keiner sonst versteht. Und wir haben leider dann noch eine ganze lange Zeit gebraucht, um die Musiker zu finden, aber ich glaube, das war wichtig. Und der Grundstock war wirklich, ja genau, dieses, einfach, die Flamme ist entfacht wieder so. Also würde ich jetzt mal, also ich tue es wirklich so mal mystisch ein bisschen so, versuche ich das euch mal zu erklären. Genau. Diese Flamme ist einfach wieder aufgegangen. Und dann haben wir gedacht, dann haben wir auch viel, viel mehr wieder telefoniert danach. Ich erinnere mich an diese Zeit. War eine interessante, schöne Zeit. Nicht zu spät. Wir glauben doch noch an so vieles, was keiner sonst versteht, ist nicht wahr.